Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Das ist einer. Nicht 5000. Lass sie doch in Ruhe, lass sie doch in Ruhe. Roboter, die müssen alle vernichtet werden. Okay, solange er die alle vernichtet, gehen wir schon mal der Mission nach. Tschüss. So, okay, wir sind weg. Weil wir machen heute die Kolonisten, die Mission. Dafür müssen wir den Bahnhof Stora Dobo finden. Und Stora Dobo ist nördlich von diesem Flugplatz, also hier irgendwo. Und das gucken wir uns einfach mal an. Huch, was ist los? Gebüsch ist da. Wir sind angegriffen. Ja, lauf weiter. Ah, immer diese Gebüsche, wo man nicht durchkommt. Frage ist, wir sind ja jetzt noch im Gelände, das heißt, wir müssen den Weg durch den Zaun finden. Nee. Hä? Bin ich jetzt schon durch den Zaun durch oder kommt der hier noch? Ah, der kommt da noch. So. Musste mal gesagt werden. Ich hab sie alle kaputt gemacht. Oh. Auf der anderen Seite jetzt. Aber ganz im Ernst, man muss nochmal erwähnen, die Grafik von dem Spiel ist echt gut. Guck dir mal die Bäume an und als das Licht durchfällt und so. Ey, das ist richtig sexueller Morgen. Da, wo bist du jetzt durchgekommen? Irgendwo da, wo du bist. Irgendwo bei so einer Ecke, wo so ein kleiner Hügel ist, da kann man gut rüberspringen. Du bist voll in die falsche Richtung jetzt gelaufen. Schade. Hier vielleicht? Nee, wie gesagt, wir müssen in die andere Richtung. Ich schaff das hier auf der Seite irgendwo. Na gut. Hier, warte. Komm, 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 komm. Nein. So, irgendwo. Was ist eigentlich der Haupteingang hiervon? Ja, wie bei Jurassic Park, bei dem zweiten Teil war das, glaube ich, dem Spinosaurus, wo die auf zwei verschiedenen Zäunen laufen und dann müsste hinter mir jetzt nur so ein richtig fetter Roboter hinterher rennen. Ich so, ah, was ist die Lücke, hier kann ich doch gerade durchgehen oder nicht. Hier kommt zumindest ganz viel klein und ein großer war hier auch irgendwo. Aber ich sneak jetzt einfach gekonnt einfach mal davon. Und renne. Sehen uns dann morgen, ne? Jo. Ich glaube, ich muss weiter rein. Alter, wie viel große hier in der Gegend rumrennen. Da ist so. Falls irgendein Spieleentwickler diese Folge sieht, bitte gebt mir ein Conan Exiles im Warhammer-Universum. Dankeschön. Mal schnell eine Bestellung aufgegeben. Du bist jetzt mal endlich da raus. Nein! Anstatt einfach in die andere Richtung zu laufen. Okay, dann drehe ich jetzt um und gehe in die andere Richtung. Ja, würde definitiv schneller gehen. Ich bin gleich beim Haupteingang. Der große Roboter hat sich in der Zeit hier auch schon verabschiedet. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach normal weiterlaufen. Da, wo die 1 ist, müssen wir hin, ne? Ja, irgendwo dort in der Gegend. Die 1 generell muss es nicht unbedingt sein. Ja, auf die Route hier. Wir müssen zu diesem Bauernhof, wo auch immer der ist. Bauernhof. Also du hast zwei große jetzt vor dir. Schön, deswegen gucke ich mir jetzt auch noch ein bisschen die Landschaft hier an. Das ist der Grund. Und weil ich mag Herbst nicht. Wäre das hier Sommer oder Frühling, wäre das richtig geil garantiert. Aber Herbst ist immer so. Mein Herbst und Winter finde ich nicht. Nach dem Sommer kann man gleich in den Frühling wieder übergehen. Früher Herbst ist eigentlich mit am besten. Er ist auch nicht mehr so warm, aber halt auch noch warm. Also heiß meine ich. Warm ist okay, aber heiß ist halt doof. Houston wäre mein richtig dickes Problem. Alter, das sind doch ganz viel Mitlöcher. Ist noch da hinten. Oh, du bist tot.
Ei, nein, das wollte ich gar nicht drücken. Nicht mich. Ich bin ein netter. Ei, Minipack. Noch eins. Guck mal, ich drei. Da viele kleine. Bin mal auf dem Weg zu dir. Oh mein Gott. Jetzt wo ich hier. Oh Gott, ich sehe die zwei mittleren, die zwei großen. Jetzt erst? Ja, ich bin ja durch den Haupteingang durch. Ja, da waren die doch alle. Ja, aber ich muss halt immer hinkommen. Wo läuft es eigentlich hin? So. Zu dir. Aber ich bin weiter rechts. Dann bist du nicht, ich renne jetzt gerade genau auf dich zu. Ja, jetzt. Ja, davor nicht. Ja, die ganze Zeit schon. Nö. Ja. Ich glaube, bist du noch links gerade. Ich hab einmal kurz nach links geguckt, weil hinter mir jemand geschossen hat. Aber ich bin nicht nach links geraten. Ja klar, das sagen sie alle. Ja. Dann muss es ja stimmen, wenn es alle sagen. Ja. Aber auch die Masse irrt sich. Nö, nö. Die Masse ist klasse. Das ist dein Motto. Ey. Ich bin eine Relais-Antenne übrigens. Double Kill! Du scheinbar auch. Ups! Okay, ich hab versehentlich die Scheune gesprengt. Ich hoffe, ihr braucht sie nicht mehr. Wow, der fliegt aber richtig weit weg. Der wollte es aber wissen. Ja, komm, jetzt kleiner. Übernehme. Sehe sie nicht mehr? Das Medikit nehme ich sogar. Sector clear! Stop, Robert. Die haben alle nur die doofe klein? Munition. Ja, das sind auch die Orangen. Ja. Da ist übrigens noch ein großer. Level up. Nein. Aber geh doch mal rein! Ich muss immer Waffe wechseln. Trotzdem kann man doch laufen. Nö, ich gehe doch nicht in eine Krisenzone, ohne die richtige Waffe ausgerüstet zu haben. Wo ist in die Krisenzone? Das traut das Heimglück allein. So. Also nach Status der Mission ist das nicht der Bahnhof Stora Dobo. Guck mal, ich hoffe mal an. Ja. Mach ich doch auch. Ja. Aber ist ja halt nicht. Warum steht auch nochmal traut das Heimglück allein? Diese traut das Heiminfrastruktur, Industrie läuft hier richtig gut. Ich habe immer noch Kampfmucke drauf. Aber auch noch ein kleiner. Auch der vielleicht. Ich kann mir das den großen Händen auch noch holen. Und den kleinen da. Alter, okay, jetzt erklärt einiges. Guck mal hinter uns. Ach, das sind die, die ich mitgebracht habe. Die sind mir so weit gefolgt, krass. Die großen. Au. Och nö. Nein, hinter dir, Fabian! Hilf mir doch mal! Ja, der war schon die ganze Zeit da. Die großen habe ich nicht mitgebracht. Aber die kleinen habe ich gerade mitgebracht. Nee, da kommt ein großer, den hast du mitgebracht hinter dir jetzt. Nee, den habe ich definitiv nicht mitgebracht. Doch. Weil der war ja beim Haupteingang, wo du lang bist. Bei mir beim Haupteingang war kein großer. Doch, die sind da alle vor dem Feld patrouilliert. Ja, also bei mir war da keiner. Und mir war auch keiner gefolgt, weil ich habe mich ja mehrfach umgedreht, was du ja kritisiert hatte. Finden wir den da. Hat der irgendwelche Panzerung? Ne, irgendwie nicht, oder? Keine Ahnung, ich schieße einfach auf. Schießt mich wieder auf die. Ach, sind keine Tanks, das sind diese Raketen. Rohre. Was macht der da? Das ist Verschachtelungsmodus. Modus aktiviert. Der rumpelt aber richtig. Ich habe ganz viel Flintenmuni für dich. Die richtige? Keine Ahnung. Ja, Kartonfarben-Muni. Achso, ja gut. Nehme ich auch.
schmeckt ja lecker. Liegt hier im Rucksack vor dir. So, wo sind wir denn? Dann könnten wir einmal hier noch nachgucken, was das für ein Bauernhof ist. Lecker. Kartonfarbe. Den greifen wir jetzt auch noch an. Also, nö. Ich würde mir den Bauernhof sonst gerne nochmal angucken. Da waren wir ja noch nicht drin. Stimmt, in der Scheune waren wir noch nicht. So. Immer weil du so Aggressionshandlungen hast und irgendwelche Maschinen kaputt machen willst, vergessen wir hier fast noch die Scheune. Hey, ich wollte dich auch gar nicht kaputt machen. Hey, du hast doch aufgeschossen. Ich habe einen Bagdad-Tank in die Luft gejagt. Ja, aber das ist keine aggressive Handlung. Nö. Das ist Kunst. Guck es dir an. Kunst. Boah, stimmt, ey. Das verkaufe ich auf eBay. Alter, cool. Ich kauf's dir ab. Ich mach's kaputt, du verkaufst es. Ich kauf's dir ab. Wo bist denn du jetzt? Richtung 1. Ich seh dich. Warum gehen wir da eigentlich nochmal hin? Aliens. Stimmt, einen außerirdischen Kolonisten. In der Scheune, stimmt, so war das. In der Scheune. Ja, machen wir wahrscheinlich die Scheune auf, dann sind so 5 große Roboter drin. Surprise, motherfucker. Also einer steht zumindest daneben. Also falls es der Bauernhof überhaupt ist. Ja, wir gehen da jetzt hin. Was machst du da? Ich sneak mich von der anderen Seite ran. Indem du rennst. Ja. Cool. Wenn ich nämlich renne, bin ich nicht ganz so lange in der Sicht weiter. Jetzt bin ich nämlich gleich hinter ihm. Ja, das ist der Bauernhof, den wir suchen. So, ich bin nämlich hinter ihm und jetzt können wir ihn richtig einheizen. Direkt vor ihm, Alter. Er guckt nämlich direkt in unsere Richtung. Er guckt in deine Richtung. Wir sind auch noch mittlere. Ist irgendwo eine Drohne. Oh mein Gott! Der wehrt sich, der wehrt sich. Ach man, als ob das nicht trifft. Wir verkackt, Fabian. Wir haben übrigens die Mission aus irgendeinem Grund schon erfüllt. Ich muss sagen, die wurde gut programmiert. Wie, wir haben die Mission schon erfüllt? Ja, keine Ahnung. Du bist doch kein Außerirdischer oder was? Weiß nicht, müssen wir nachgucken. Ah, da, doch, da ist zugenagelt. Okay, komm, jetzt nehmen wir den Dicken auch noch mit, bevor uns in den Rücken fällt. Ja, ich muss mich jetzt mal heilen. Warte mal, ne? Ey, jetzt ein ganzer Kindergarten. Der Kinder. Aua, hören Sie auf, Raketen auf mich zu schießen. Gut, dass die kleine Orange mit One-Shot. Oh, what? Der schießt ja. Arschloch. Kann er nicht bringen. Ha, jetzt geschieht's ja nicht mehr. Jo. Gleich jetzt nicht. Oh, Alter, wo fliegt der hin? Bleiben Sie stehen. Das ist der hat viel Muni für dich. Ja, hat er. Ablegen, 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 ablegen. Nein, ich kann nicht alles nehmen. Ich kann gar nichts nehmen von dem, was du mir gegeben hast. Wow. No, okay. Ja. Wow, ja. Ich hab leider nicht mehr ganz so viel Hochexplosive. Panzerbrechen kann ich ablegen. Sehe ich die hier in die Piste? Was haben wir hier? Vollmantel, sehr schön.
Jetzt hier auch ablegen. So. Das da runterziehen. Immer Sachen runterziehen. Oh lol. Öffne die Scheune mit dem Außerirdischen. Bringe den Hunter zur Strecke. Bitte, warte. Da gibt's nichts zu warten. Wir haben die Quest ja schon erfüllt. Dieser eine Roboter, der Hunter, den haben wir schon umgebracht. Welcher Hunter? Ja, der eine Roboter. Ich denke, diese mittleren sind diese Kategorie Hunter. Kategorie Rand, sag genau. Hier kommt man rein. Ja, war das jetzt einfach nur ein Roboter oder wie? Ich hab so das Gefühl, der ist versehentlich außerhalb der Scheune gespawnt. Der sollte eigentlich innerhalb der Scheune sein. Wow. Dann war es der, den ich hier in der Tür weggesprengt habe. Toll. Ups. Also das Medikit erschossen. Clickbait-Titel von wegen außerirdischer Kolonisten in Schweden? Fragezeichen. Grüne also brauchst du ja nicht. Okay. Aber du machst es, oder? Sehr gut. Ja, doch. Alter, also hier ist ein wild gewordener Drucker garantiert im Klo wieder. Im Klo? Ey. Ich finde Häuser komisch, die mehrere Eingänge haben. Fände ich mega unangenehm. Also bei dir zum Beispiel, du hast einen Garteneingang und einen Haupteingang. Ja. Weiß nicht. Finde ich muss nicht. Gut, bei dir muss sein. Sonst kommst du nicht in deinen Garten rein. Aber. Naja, ne? Außer du kletterst halt. Ich finde es unangenehm, mehrere Tützer. Geh weg hier. Scheiße, Alter. Ist hier irgendwas Spannendes in uns? Gebüsch. Medikit. Hier irgendwo voll die Drohnen am Flottern. Flottern. Achso. Ja, nur wieder Zerstörungswahn. Hm. Oh, danke. Schach! Hier ist nochmal Schach. Fernsehen ist schädlich. Sieht man ja, wie oft die hochgehen. Alter, die haben schon drei Schachbretter hier rumliegen. Also jetzt nicht mehr, aber... Hatten sie mal. Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Vor mir steht ein Robi, ich leg an. Schieß auf ihn. Oh Gott, zwei. Schieß über ihn, hat aber nur noch einen Schuss in der Sniper. Und steht vor ihm so, oh Mann. Deswegen lade ich regelmäßig nach. Ja, wäre auch ganz gut, wenn man das machen würde. So. Haben wir sonst noch eine Mission? Das müsste eigentlich reichen, oder? Bahnhof Östramark suchen. Gesundheit. Eine Landkarte habe ich gefunden. Eine Lunchkarte? Alter. Schöner Stern, was du da in der Fresse hast. Auf dieser Karte der Region ist ein Bereich eingekreist. Darf man sich das auch angucken? Ja. Man, wenn es jetzt ein Außerirdischer gewesen wäre, das wäre irgendwie cool. Hätte schon nochmal ein bisschen Fahrt aufgesehen. Oder wie auch immer. Östlich von Överbjörn. Wir müssen, was da tot drin liegt. So, und schon wäre das. Also, aber nein, ist nur ein Roboter. Die Landschaftsgestaltung ist sehr schön, aber die Quests lassen zu wünschen übrig. Und die Straßenbauer haben auch hart gesoffen, wenn man das sich mal anguckt. Folgt mal der Straße, Fabian. Ja. Ja. Guck mal her. Hier endet sie halt. Ja, eine super gebaute Straße. Ja, irgendwo muss sie halt enden.
normalerweise irgendwo da, wo man auch wenden kann oder so, nicht einfach im Wald so tschüss. So, so die Straßenbauer Feierabend, haben wir nicht mehr weitergebaut. Ich würde sagen, dann gehen wir hier hin und Richtung Östervik. Warte, wohin? Also TP'n wieder zum Flughafen. Ach, nicht schon wieder, ey. Ja, diesmal folgst du mir. Ja, also. Okay, wie lange geht die Folge? Was können wir vielleicht in der nächsten machen? Na gut, ein bisschen kurz noch. Da können wir ja da hinlaufen und dann, sobald es interessant wird, dann machen wir die nächste Folge. Ja, hier lang. Hast du eigentlich noch genug Dietriche? 18 oder so. Wird erstmal reichen. Na, ich gehe nie über 20. Ist sonst zu viel Inventarplatzverschwendung. Du bleibst immer noch mal stehen, oder? Um deine Ausdauer wieder aufzufrischen und Sport ist dann weiter, ne? Ja, ich bleib stehen, ich laufe halt normal. Also, ja, aber du hörst halt auf zu rennen. Hui! Jetzt mach ich nämlich nie. Wo ist jetzt die Stelle? Hier, Lord, einfach hier rüber. Easy. Ja. So viel dazu. Was machst du da? Wir haben wirklich alles still geworden. LOL! Bei mir bist du gegen den Zaun gelaufen die ganze Zeit. Hä? Ich stand auf dem Zaun. Bei mir war, bist du gegen den Zaun gelaufen, deswegen habe ich dich gefragt, was machst du da? Ach so. Ich stand auf dem Zaun und hab dich angeguckt. So. Das war halt wirklich so, der Moment, ich stehe da drauf, guck dich an, so, und alles wird ruhig. Die Vögel sagen nichts mehr, keine Hintergrundmusik mehr, alles ruhig. Nicht mal einen Wind hat man mehr gehört. War echt unangenehm gerade. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Ich bin noch da. Okay. Okay. Ja, die müssen so Blasen an den Füßen haben. Warum sind denn hier eigentlich nur noch diese orangen Teile? Ich weiß nicht. Warum nicht? Beste Leitplanke, by the way. Der 100 Pro ist was unter der Brücke. Wetten nicht. Oh, ein Troll! Der ist richtig langweilig. Und... ja. Ich sehe, Fabian, die haben ja auch eine Brücke über den Bach gebaut. Ja, die haben ja auch Autos. Ja, und? Wir haben Füße. Ja. Vielleicht ist der Bach auch ein bisschen breiter als unserer, aber... neue Mission und Sammelgegenstand aufgehoben. Bunker Marden, oder wie man das ausspricht. Merden? Merden. Marden. Marden. Aber jetzt habe ich voll da. Bock auf, Marden. Bergurlaub. So richtig schön wandern gehen durch den Harz oder so. Rechts. Hast du Bock sowas mal zu machen wieder? Nee. Wandern gehen? Oh. Ich hab grad keine wirklichen Wanderstiefel mehr. Hä, ich hab allgemein nur ein einziges Paar Schuhe für ein Jahr. Ich hab auch keine Wanderstiefel in dem Sinne. Ich hab einfach nur meine Tonschuhe, die ich wie gesagt jedes Jahr mal aufstocke und die anderen wegschmeiße. Nee, selber schon. Hier ist Lila. Ich bin keiner, der 10-mal Schuhe kauft. Nee, ich auch nicht. Aber ich finde das immer. Deswegen habe ich ja keine Wanderstiefel. Alle Schuhe werden immer fein säuberlich. Hier ist zum Beispiel meine Schwester die Schuhe, wenn wir dann, wenn sie dann da ist, stehen immer vorne irgendwie, dass sie gleich reinschlüpfen kann. Und ich, der ein einziges Paar Schuhe hat, muss immer ewig suchen, wo die Schuhe hinsortiert wurden. Hm, interessant. Weil man meine natürlich. Oh, Alter, uiuiui. Oh, ein Medikit. Heiligsprech, kannst du mir helfen, komm? Was machst du denn da jetzt schon? Sterben, wieder? Ich hab den Sniper gegen mich, ich hab nur noch 1 HP. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Problem ist, der rennt weg, weshalb ich ihn nicht töten kann. Okay, warte, ich übernehme das. Oh toll, Alter, in dem Moment, wo ich anlege, dreht er um die Ecke. Aber er weiß nicht, wie ich schaffe. Sektor clear. Oh, eine Karte. Wir müssen die Schafe schützen. Ich bin ein Schaf. Oh, da kommt mittlere. Toll.
Okay, ich bin bereit. Oh Gott. Vielleicht auch nicht. Grün wieder. Lol, der ist falsch abgebogen. Dann guck ich erstmal durch, was hier alles ist. Nee. Nichts. FBI, open up. Also ist ja offen. Also die haben zum Beispiel 4 Türen ins Haus rein. Oh, Schachbrett. Wie kann man denn 4 Türen in ein Haus rein haben? Das ist ja mega gruselig. Das ist einfach nur ängstlich. Ich bin vorsichtig. Ängstlich. Will keinem wehtun. Ey, es ist ganz schlimm, wenn man mich erschreckt, ne? Du läufst immer Gefahr, wenn du mich erschreckst, eine Faust ins Gesicht zu kriegen. Aber nur aus Reflex. Welche Reflexe? Aber nochmal sagen hier. Lol. Ey, Alter. Geh mal da weg. Ey, ich guck nicht ran. Ja, ich auch nicht, weil der Fettarsch da ist. Boah. Ihr hört mal auf zu quatschen. Die Erfahrung. Oder eine andere. Hab ich ja, aber der wollte nicht. Oh, Gas. Kann der aufhören, hier Gas reinzumachen? Echt so. Die Klotür zu stinken. Alter. Ah, ich ersticke! Ah, ich auch, warum renne ich dir hinterher? Oh mein Gott, 2 HP. Jetzt reicht's! Hey! Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir ziehen wieder Sachen ins Inventar rein, wenn die noch welche, also wenn wir welche im Inventar haben, in die Leiste rein, dann muss ich immer Medikit wieder nachlegen. Doch, muss ich. Ich nicht. Noch kleine ganz wieder. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Au! Ein hypothetisch finde ich das hier ganz schön, aber. Oh, ich komme hier nicht rein ins Haus, weil da eine Treppe. Oh mein Gott! Einer ist weg. Einen habe ich auch. Der steht auf dem Dach! Ich bin in der Garage, der steht auf dem Dach! Der hat den Sprungangriff gemacht. Fabian, komm mal her hier! Der steht einfach auf dem Dach, der Junge jetzt. Oder in der Luft. Hab jetzt hinter dir. Ja. Hier, guck mal. Steht jetzt einfach in der Luft. Jetzt nicht mehr. Aua, ich stand unter ihm. Der ist explodiert. Hoch dein Bitte. Oh, mehr Explosiver. Sehr schön. Hier kommt. Da war es ein Krampf gerade. Jetzt ist hier so ein Tick gespawnt. Ja. Hochexplosiver war ich jetzt auch hier. Alter, was ist hier eingestürzt? Ich hab nicht mehr so viel. Leute, das ist eine neue Art von Scheune, oder? Ah, ne, hier waren wir schon drin, oder? Ne, hier waren wir noch nicht drin. Hier ist ein Rucksack. Wo kommen wir eigentlich her? Was? Wo kommen wir her? Wo? Von links. Alter, die Scheunentür ist hier richtig aufgesprengt worden. Okay, Alter, hier war ein richtiger Kampf, guck mal. Hier sind auch Einschusslöcher in der Wand. Und hier flackern die Lichter. Hier sind Absperrhütchen. Wir brauchen einen Schlüssel für dieses Haus. Oh, ich hab ihn gefunden. War unter dem, unter der Vase. Wow. Boah, lol, was ist hier denn passiert? Okay, hier war irgendwie mal so... Die haben Feuerwerk oder so falsch benutzt. Polizei nicht gesehen hat, dass hier was ist das denn hier? Was ist das? Eine Kassette. Hm. Was ist das denn? Eine Kassette? Ja, falsche Generation dafür. Oh, hier ist eine blutige Hand an der Wand. Die rote Hand Saurumans. Ja, die blutige Hand, das ist ein Orkstamm bei Boah. Oh, hier kommen wir auch nicht rein. Oder raus. Hier sind Medikits. Droll. Wo willst du jetzt rein und raus? Oh, Medikits. Nice. Ja, wo ist derjenige hin, der hier drin war? Hat sich runtergespült. Oh oh. Cool. Bunker Marten oder Merten oder Märzmalhan oder irgendwie sowas. Ist der tot oder tut er so? Wir sind jetzt übrigens in Lila oder Lilla hm. Oder was auch immer. Ja. Du hast nicht. Doch. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Oh, Muni. Medi. Nichts.
Dann droppe ich dir hier mal Muni in dem Dingens. Dankeschön! Bitte sehr, da kannst du mal deine Medikits verbrauchen, du hast ja so viel davon. Da hast du wieder Inventar. Ich habe keine Adrenalinspritze mehr. Bist du gestorben? Ja. Oh lol. Bei mir nicht. Da bist du einfach nur hingefallen. Ich bin wieder aufgestanden, weil ich eine Adrenalinspritze genommen habe. Also es kommt ja aber dieses Totenkopf-Symbol drüber. Mhm. Oder habe ich noch eine? Nö, hab keine Adrenalinspritze mehr. Dankeschön. Bitte. Hm? Bitte. Ist der Tick jetzt in der Waschmaschine gespawnt? Dem Schrank. Ey, schiebt man nicht. Boom! Da willst du mich verarschen? Ich hab wieder nur 9 HP, danke! Das macht Schaden? Ja, natürlich, jede Explosion macht Schaden. Ich hab davon noch nie Damage bekommen. Du standst ja auch meistens nicht direkt mit dem Arsch dran. LOL! Der war einfach auf der falschen Seite der Wand. Nämlich hat dieses hochexplosive Teil da, dieser Bacta-Tank, so richtig schön angelächelt. Ich habe extra nicht drauf geschossen, weil ich dachte, Fabian ist drin, mach ich mal nicht. Diesmal mach ich das. Ja, machst du das sonst auch immer. Nee, mach ich nicht, ich warte immer extra, bis du weg bist. Am Anfang nicht. Ich erinnere mich auch an die Zeit. Am Anfang habe ich einmal drauf geschossen. Einmal war da. Da muss ich noch was Schaden das macht. Ach nee, Moment, waren wir hier schon mal drin? Die Kiste kommt mir so bekannt vor unter dem Bett. Ja, hier waren wir schon. Was? Lol. Du warst braune Haus, wobei das die Tür auch. Stimmt, hier waren wir schon. Also bin ich denn da reingegangen? Wir sind die ganze Zeit nur zwischen zwei Häusern hin und her. Ja, gekauft. Irgendwie schon. Okay, wollen wir es vielleicht jetzt so machen? Looten offscreen. Sehen wir uns wieder? Jo. Dann machen wir das so. Aber der stirbt noch. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Yep. Wenn wir wieder was anderes machen. Yep. Tschüss. Tschüss.